Wie beim Thema Impfungen ist es so, dass in Deutschland 18% an eine Impfverschwörung glauben. Das ist, was ich in der Psychologie untersuche, also die generelle Tendenz, die Persönlichkeitseigenschaft, an Verschwörungen zu glauben. Das Thema Verschwörungsgerüchte begleitet uns, seit wir 2018 begonnen haben, uns intensiv mit der AfD und ihren rechtsradikalen Vorfeldorganisationen auseinanderzusetzen. Bei den online wie offline von diesen Demokratiegefährdern betriebenen Hasskampagnen spielen Verschwörungsgerüchte zum Teil einen wichtigen Part. Aber wir wissen, Verschwörungsgerüchte sind nicht nur ein Mittel zum Zweck. Sie führen auch ein Eigenleben. Und dieses Eigenleben besser zu verstehen, ist uns als Moment mal total wichtig. Deshalb sind wir heute bei Ihnen, liebe Pia Lamberti. Wer ist Pia Lamberti? Pia Lamberti ist Psychologin. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte sind Verschwörungsgerüchte. Und jetzt muss ich auf meinen Spicker gucken. Anfang dieses Jahres hat sie gemeinsam mit ihrer Co-Autorin Katharina Nokun das Buch Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken beeinflussen, veröffentlicht. Dieses Buch habe ich gelesen. Es ist sehr wissenschaftlich und zugleich hochpolitisch. Liebe Frau Lamberti, einiges wissen wir bereits. Vieles werden wir heute neu erfahren. Schönen guten Tag. Hallo. Als die investigativen Reporter Bob Woodward und Carl Bernstein in den 70er Jahren die Watergate-Verschwörung aufdeckten, förderten sie dabei unglaubliche Fakten. Und Fakten ist wichtig zutage. Sie verbreiteten keine absurden Gerüchte. Genau solche Gerüchte sind aus meinem Blickwinkel das Problem. Wild wuchernde Spekulationen, die sich von Fakten nicht gestört zu absoluten Gewissheiten verdichten, dass es fremde, böse Mächte gibt, die unser Leben zu beherrschen versuchen. Ich finde es unangemessen, diese Konstruktion mit dem Begriff Verschwörungstheorie zu adeln. Wie reden Sie über dieses Phänomen? Genau, also lange haben wir von Verschwörungstheorien gesprochen. In den letzten Jahren kam, vor allem im deutschsprachigen Raum, im englischsprachigen Raum ist es bisher nicht so, eine Debatte darüber auf, was ist das eigentlich und trifft das eigentlich den Kern, wenn wir von einer Verschwörungstheorie sprechen. Das geht einmal darum, dass wir natürlich bei einer Theorie davon ausgehen, dass man eine Annahme trifft, die sich an der Empirie, an der Realität testet. Und wenn man merkt, dass die Fakten eben nicht zu der Theorie passen, muss die Theorie umgeändert werden oder irgendwann verworfen werden. Und genau das ist hier eben nicht der Fall. Wir haben es ja teilweise mit Mythen zu tun, die Jahrhunderte alt sind, die in der Gesellschaft sind und die auch unabhängig davon, ob sich diese Annahmen als richtig oder falsch erwiesen haben, noch existieren. Also deswegen finde ich diesen Begriff auch problematisch und benutze ihn nicht mehr. Es gibt gerade deswegen so eine Debatte, was ist eigentlich eine gute Alternative? Sie sprechen von Verschwörungsgerüchten, andere sagen Verschwörungsgeschwurbel. Ich unterteile das Ganze in eine Verschwörungserzählung und einen Verschwörungsmythos. Und das mache ich deswegen, weil es eben diese übergeordneten Mythen gibt, die schon ganz lange da sind. Also nehmen wir beispielsweise den Mythos der jüdischen Weltverschwörung, die gibt es auch schon seit mehreren hundert Jahren. Und der hat sich immer wieder gesellschaftlich aktualisiert und angepasst und in konkreten Verschwörungserzählungen niedergeschlagen. Also beispielsweise Geschichten oder Mythen über die Rothschilds, die Bilderberger, in den letzten Jahren verstärkt über George Soros, das ist ein US-amerikanischer Philanthrop und Investor. Und hier sieht man schon, dass eben diese Narrative sich lange halten und eigentlich so die Grunderzählstruktur ganz oft die gleiche bleibt und gar nicht so neu ist, wie viele vielleicht denken. Ja, sehr spannend. Schon vor Luther gab es in der katholischen Kirche diesen brutalen Antijudaismus, wo man ihn Ritualmorde unterstellt hat. In seiner Frühzeit als Rebell hat er gesagt, das ist alles grober Unfug. Und als es zur Etablierung der Reformation passte, hat er das in brutaler Weise sich selber angeeignet. Ich finde, das ist sehr spannend zu gucken, welche Begriffe man verwendet und darüber auch gut nachzudenken und zu reden. Aber bei Begriffen
ist oft auch, dass die Leute sagen, jetzt kommt doch mal zur Sache. Und das versuche ich, indem ich in Themen einfach reingehe, wo solche Verschwörungsgerüchte wirklich eine Rolle spielen. Ich fange mal mit einem Beispiel an. Verantwortliches politisches Handeln darf Vorhersagen von Gefahren nicht ignorieren. Problem, auch eine nach allen Regeln der Wissenschaft erstellte Prognose muss nicht immer zutreffen, kann falsch oder in Teilen falsch sein. Und von der Politik verfügte Maßnahmen können zu zögerlich oder überzogen sein, was man im Nachhinein sieht. Die aktuellen Auseinandersetzungen um den richtigen Inhalt, die richtige räumliche und zeitliche Begrenzung von Freiheitsbeschränkungen bei der Eindämmung der Corona-Epidemie sind ein treffendes Beispiel. Und obwohl das einfach so ist, urteilen manche dann schnell, die Mächtigen haben hier vorsätzlich brutalen Unsinn getrieben. Ich mache aber nochmal den Gegenschwenk. Es gibt auch Vorsorge, die einfach prima funktioniert hat. Und deshalb ist das befürchtete Szenario nicht eingetreten. Und dann sind böse Kommentare, war doch alles nur Angstmache zum Zwecke der Selbstermächtigung der Politik. Wie kann man mit sowas umgehen? Ja, also ich glaube, zum Ersten muss man sich bewusst machen, dass diese Reaktion auf einen Krankheitsausbruch, auf eine Epidemie, Pandemie erstmal nichts Neues ist. Also wir hatten das schon bei der spanischen Grippe, Ebola, Zika, HIV. Das waren immer Themen, die mit Verschwörungserzählungen besetzt waren, die teilweise auch politisch instrumentalisiert wurden, weil sich darüber natürlich Stimmung machen lässt und da genutzt wurden. Und wir wissen von aktuellen Studien, dass so ungefähr ein Viertel der Deutschen an Verschwörungserzählungen über Corona glaubt. Das ist nicht die Mehrheit. Ich finde es aber immer noch eine ziemlich große Anzahl, wenn man eben bedenkt, dass damit auch Konsequenzen einhergehen. Also wir wissen das mittlerweile aus verschiedensten Studien, dass wenn Menschen glauben, dass es sich bei Corona um einen Schwindel handelt, der nur eingeführt wurde, um eben das Bargeld abzuschaffen, Ermächtigungsgesetze in Anführungsstrichen durchzusetzen, solche Dinge, dass das Menschen sind, die auch weniger Maßnahmen folgen, die die Pandemie eindämmen würden. Also weniger wahrscheinlich eine Maske tragen, weniger Physical Distancing betreiben, sich einfach weniger daran halten, die Gefahr nicht sehen. Wenn jemand aber glaubt, es handelt sich bei Corona um eine Biowaffe, um einen Versuch, die Menschheit zu reduzieren, und das sind auch 17% in Deutschland, die das glauben, das sind Leute, die sich vor dieser angeblichen Gefahr schützen, indem sie zum Beispiel für die USA auch mehr Waffen kaufen. Also da ist auch ein Aggressionspotenzial. Das sehen wir auch tatsächlich bei 5G-Verschwörungserzählungen. Wenn Menschen daran glauben, gibt es einen direkten Link zur Gewalttätigkeit. Das sind Menschen, die wirklich auch in quantitativen Studien eher bereit sind zu sagen, ich gehe bis zum Äußersten, nutze Gewalt. Und das haben wir ja weltweit gesehen, dass Telefunkmasten angegriffen wurden oder die Mitarbeiterinnen eben dieser Firmen angegriffen oder sogar entführt wurden. Und das ist ein Problem, mit dem muss man umgehen als Politik, aber eben auch als Gesellschaft und sich überlegen, welche Möglichkeiten und Maßnahmen können hier sinnvoll sein und greifen. Und selbst wenn die Pandemie zu Ende ist, sind ja auch noch die gesellschaftlichen, sozialen, ökonomischen Folgen bis jetzt nicht absehbar. Und ich beobachte mit Sorge, was da gerade passiert und was sich da zusammenbraut. Gut, sehr spannend. Ich bleibe noch ein bisschen beim Thema Krankheit und Gesundheit, aber eher beim banalen Alltag. Gesundheit ist kein sicheres Gut. Diese Erfahrung machen viele Menschen, sehr ängstigen Menschen. Aus dieser Angst entstehen auch Hoffnungen. Als Arzt kann ich sagen, ich kenne viele Menschen, die damit sehr reflektiert umgehen, mit ihren Hoffnungen und Ängsten. Ich kenne aber auch Leute, die jedes Heilversprechen und jede Horrorstory, die umgeht, gierig aufsaugen. Und aus diesem Kreis, ich mache da mal ein Beispiel, Chemtrails, die dann wirklich glauben, es gäbe böse Mächte, die unsere Atmosphäre vorsätzlich mit Giftstoffen kontaminieren, um die Menschheit zu knechten. Und dieses jetzt weniger ereignishafte, aber Alltagsproblem, wie schätzen Sie das ein? Nee, also wenn man sich so anschaut, die Zahlen vor der Pandemie, kann man ungefähr sagen, dass 38% sowas wie eine Verschwörungsmentalität haben. Das ist, was ich in der Psychologie untersuche, also die generelle Tendenz, die Persönlichkeitseigenschaft an Verschwörungen zu glauben.
Und das sind Leute, die ja eine generalisierte Vorteilsstruktur haben gegenüber all denen, die sie als mächtig wahrnehmen. Das können Personen oder Gruppen sein, die wirklich mächtig sind, also Politiker zum Beispiel. Es sind aber auch Personengruppen, die als mächtig einfach nur konstruiert werden. Und hier sieht man zum Beispiel den Link mit Antisemitismus. Und das zeigt sich ja, dass der Verschwörungsglaube ganz oft antisemitische Narrative bedient und dass eben auch Antisemitismus eng mit dem Verschwörungsglauben zusammenhängt. Und ich glaube, ein Umgang in der Gesellschaft war ja ganz lange, dass man gedacht hat, das sind die anderen, das sind so ein paar in Anführungsstrichen Verrückte oder dumme Menschen, die daran glauben. Und man hat sich gar nicht so damit auseinandergesetzt und war sich nicht klar, wie viele Menschen eigentlich eben an so Themen glauben. Also zum Beispiel beim Thema Impfungen ist es so, dass in Deutschland 18% an eine Impfverschwörung glauben. Vor Corona. Und das sind dann natürlich Leute, die sich nicht impfen lassen, die ihre Kinder nicht impfen lassen, die sich vernetzen in Gruppen. Und da hat man dann Menschen, die sich vielleicht eher so als linksliberal einordnen, Menschen aus dem Bürgertum, aber eben auch rechtsextreme Gruppen, die das gezielt auch nochmal für sich nutzen, auch gezielt antisemitische Inhalte da nochmal hereinbringen und dann eben Menschen darüber mobilisieren. Und die WHO hat ja nicht ohne Grund schon 2019 davon gesprochen, dass eben diese Impfverschwörungen eine globale Bedrohung darstellen und dass wir auf einmal mit Krankheitsausbrüchen zu tun haben, die eigentlich hätten eingedämmt werden können, wenn eben geimpft wurde. Und da, finde ich, sieht man einfach schon, dass Verschwörungserzählungen gefährlich sind, dass die ein gewisses Potenzial haben und dass man sich damit auseinandersetzen muss. Und zwar nicht nur in diesen, weiß ich nicht, extremen Narrativen, wenn es auf einmal um Reptiloide geht oder flache Erde, also Dinge, über die man sich vielleicht eher lustig macht, die so einen gewissen Unterhaltungswert haben, sondern dass das wirklich in alle Bereiche reinströmt, dass es das Potenzial hat, Menschen aus unterschiedlichen Lagern auch miteinander zu verbinden und eben in alle Themenbereiche strömt, also sei es Medizin, Politik, wann immer es darum geht, dass scheinbar mächtige Gruppen etwa, ja, angeblich etwas lenken. Ja, mir ist das sehr wichtig, wie Sie das darstellen, weil ich hatte auch die Frage überlegt, es gibt ja Leute, die über diesen britischen Publizisten und früheren Fußballprofi David Icke, der das von diesen Echsenmenschen, die schwer getarnt und alles im Griff haben, erzählt und die sich darüber köstlich amüsieren. Aber mir geht es da wie Ihnen. Mir bleibt das befreiende Lachen im Hals stecken, weil ich finde, das, was Sie erzählen, sich darauf zu konzentrieren, wo Verschwörungsgerüchte tatsächlich gesellschaftliche Prozesse anstoßen, die brandgefährlich sind. Das sollte man im Blick haben und es sich nicht einfach leicht machen, indem man die Ängste weglacht, die eigentlich vielleicht angemessen wären. Gut, aber ich komme mal zur nächsten Frage und setze da auch nochmal an diesem Punkt an, wo, glaube ich, die Erinnerungsarbeit Lücken hat. Viele glauben, der Antisemitismus der NSDAP sei ihr Alleinstellungsmerkmal gewesen in den 20er und 30er Jahren. Dem war leider nicht so. Es waren Demokratiefeindlichkeit, Antisemitismus beliebig weit verbreitet. Was die NSDAP nachweislich auszeichnete, war, dass sie eine Ideologie verbreitet hat, die gesagt hat, wir werden als Volk nur überleben können, wenn wir unsere Feinde rechtzeitig liquidieren. Es gibt einen Kampf um Leben und Tod. Und wenn wir das bestehen wollen, müssen wir radikal handeln und die Taten waren dementsprechend. Ein brutaler Angriffskrieg und die Shoah. Und jetzt erleben wir im rechtsradikalen Milieu, dass wieder eine Erzählung kommt von der Umvolkung, vom deutschen Volk, von der Bedrohung durch die Fremde, der man sich vorsorglich mit massiven Maßnahmen entgegenstellen muss. Und ich frage mich, wie kann nach dieser geschichtlichen Erfahrung ein so unseliges Geraune wieder auf so viele offene Ohren treffen? Naja, ich glaube, viel war ja nicht weg. Also es gibt ja in Deutschland, glaube ich, immer so diese Idee, nach 1945 hat sich das alles in Luft aufgelöst. Das wird ja auch mal von den Nazis gesprochen. Also ne, das Ganze wird schön externalisiert. Wenn man sich dann einmal Studien anschaut, auch was so die Erinnerungskultur in Deutschland angeht, ist man erschrocken, wie viele wirklich überzeugt sind, dass ihre Familien Juden geholfen haben, solche Dinge. Also da gibt es schon so ein sehr seltsames Verhältnis.
Und der Antisemitismus war nie weg, der Verschwörungsglaube war nie weg, auch ja, der Antikommunismus, der ja auch Teil eben dieser Ideologie war, zog sich auch durch. Es gibt eine Studie, die war ganz spannend, aus den 80er Jahren, die sogenannte Sinus-Studie zum Rechtsextremismus. Und bis dahin herrschte irgendwie so diese Idee vor, naja, das stirbt mal aus, irgendwann ist das mal weg mit dem Rechtsextremismus. Und diese Studie hat sich genau damit auseinandergesetzt und auch nochmal spannende Subfacetten sich angeschaut, sowas wie Ökofaschismus, also eben ne, das Thema Natur, wie das da besetzt wird. Und da war es so, dass tatsächlich 40% der Deutschen davon ausgingen, dass es so eine linke Lügenpresse gäbe, die angeblich das Volk systematisch in die Irre führt. Und auch solche Aussagen wie Deutschland ist eine Marionettenregierung vor Amerikas Gnaden, waren extrem weit verbreitet. Also weg war das Ganze nie. Das zieht sich so durch. Was sich, glaube ich, und gerade im letzten Jahr noch mal ein bisschen wandelt, ist einfach das Bewusstsein dafür, dass eben solche Narrative nicht zu belächeln sind, sondern dass sie gefährlich sein können. Das hat mit Halle angefangen, mit dem Anschlag in Halle. In Hanau gab es auch solche Debatten, aber jetzt bei Corona ist mein Eindruck, dass so in der Mitte der ersten Welle, also in den letzten Wochen, das ganze Thema auf einmal persönlich geworden ist. Also vorher waren es immer die anderen und auf einmal war es der eigene Bruder, der eigene Partner vielleicht, gute Freunde, die diese Inhalte verbreitet haben. Und das ist mein Gefühl, das erste Mal seit Jahren, dass das wirklich ein Thema ist, wo man sich intensiver mit auseinandersetzt, aus einer persönlichen Betroffenheit heraus. Ich sehe auch immer diese Tsunami-Wellen der Aktualisierung von Gefahren, aber die bauen sich am Strand auf. Also an der Stelle, wo Untiefen sind, wo ganz viel abgelagert ist, was man nicht sieht. Und da komme ich nochmal auf eins, auf ökonomische Rahmenbedingungen. Die Armen werden nach dem letzten Armutsbericht unzweifelhaft ärmer und die ganz Reichen werden reicher. Aber der Soziologe Oliver Nachtwey beschreibt noch was weiteres. Der Mittelstand fühlt sich wie auf so einer Rolltreppe nach unten, auf der er sich abstrampeln muss ohne Ende, um seine Position zu wahren. Und es gab mal Zeiten, das nannte man den Fahrstuhleffekt, da war die Hoffnung da, in Wirtschaftswunderzeiten, alle steigen auf, vielleicht manche schneller, manche weniger, aber es geht nach oben. Und jetzt erleben mehr und mehr Menschen, dass sie nicht Rückenwind haben, sondern Gegenwind kämpfen müssen. Und erleben das als Kontrollverlust. Und ich habe den Eindruck, Kontrollverluste sind auch wie Kraftfutter für Verschwörungsgedanken. Erzählen Sie doch dazu vielleicht. Genau, das ist, es gibt mittlerweile so, ich würde sagen, drei Grundmotive, warum Menschen an Verschwörungen glauben. Zu Beginn dieser ganzen Forschung, und die ist noch nicht alt, also wenn ich mal kurz ein bisschen ausholen darf, das erste quantitative Paper, das sich mit dem Verschwörungsglauben auseinandergesetzt hat, ist von 1994. Das ist noch nicht so lange her. Wenn man bedenkt, wie lange das Thema schon da ist und welche Konsequenzen das schon immer hatte. Und dann war es so, dass so bis 2008 eigentlich kaum Forschung dazu stattfand. Dann kam ein sehr berühmtes Paper, das sich genau damit auseinandergesetzt hat, dass ein Kontrollverlust eben den Verschwörungsglauben befeuern kann. Also eine Situation, in der man objektiv nicht in der Lage ist, die Situation zu beeinflussen, dann versucht man, Muster zu sehen, wo vielleicht auch keine sind. Und das ist ja typisch für den Verschwörungsglaube. Man nimmt so einzelne Versatzstücke und fügt die zu einer ganzen Geschichte oder Annahme zusammen. Und genau, und das sind halt in Situationen, die entweder gesellschaftlich, zum Beispiel ökonomische Krisen, Terroranschläge, Pandemien, die sind nochmal so ein guter Nährboden für das Verschwörungsdenken, aber auch im Privaten sieht man das. Also Arbeitslosigkeit zum Beispiel kann den Verschwörungsglauben befeuern oder auch unsichere Arbeitsbedingungen. Und hier sieht man vielleicht auch schon ein bisschen die gesellschaftliche Ebene auch des individuellen Verschwörungsglaubens. Trennungen, Krankheiten, all das sind so Situationen, wo Menschen einen Sündenbock suchen und das Ganze eben auf den Verschwörer projizieren. Das macht es für sie oft handhabbarer. Und wenn man sich das jetzt überlegt, zum Beispiel im Kontext von Corona, die Bedrohung ist unsichtbar. Man sieht das Virus nicht, man weiß nicht, wo es ist. Es kann der Nachbar sein, aber auch vielleicht erst im nächsten Ort. In Deutschland hatten wir eben auch nochmal die Situation, dass es nicht so viele Erkrankungen gab, wie befürchtet. Das heißt, man kann hier auch immer nochmal so ein Narrativ machen, war ja alles nicht so schlimm. Und wenn man eben diesen Verschwörer konstruiert, ist der zum einen sichtbar
Und zum anderen hat man ja auch nochmal so Heldenmythen, die man drum spannen kann. Ne? Wenn ich jetzt gegen das Virus kämpfe, heißt das, ich sitze zu Hause, trage eine Gesichtsmaske, das ist alles nicht so heroisch. Wenn ich aber einen angeblichen Verschwörer habe, gegen den ich kämpfe, sehe ich mich im Widerstand. Und das hat man ja bei den Protesten ja auch ganz stark gesehen, ne? Dass auf einmal Menschen sich wirklich den sogenannten Judenstern angeklebt haben, Schilder da waren mit 1933, Ermächtigungsgesetze, all diese Analogien, in denen sich Menschen auf einmal als unterdrückte Minderheit gesehen haben und gleichzeitig so ein Widerstandsnarrativ aufgebaut haben und da auf einmal mit einer weißen Rose standen, also auch in Analogie zur Widerstandsbewegung während der NS-Zeit. Und das ist so eben eine Funktion. Was wir auch in unserer Forschung auch wissen, ist, dass Menschen sich durch den Glauben an Verschwörung besonders fühlen können. Das heißt, die können sich aufwerten. Wer ein ganz starkes Bedürfnis danach hat, aus der Masse herauszustechen, glaubt eher an Verschwörung. Das ist eine Person, die scheinbar über so eine Art Geheimwissen verfügt, die durch Verschwörung durchblickt hat, während die anderen in dieser Logik ja alles nur naive Schlafschafe sind, ein Begriff, der gerne verwendet wird, oder als Systemlinge gebrandmarkt werden oder gleichzeitig als Teil der Verschwörung markiert werden. Das ist mir auch sehr wichtig, die Aufgewachten. Das ist ja ein Begriff, wo man Stärke hat. Genau. Und was mir oft an Auseinandersetzung mit Verschwörungsgerichten nicht gefällt, ist, dass wenn man drüber redet, man nur über Schwächen oder Defizite redet. Und die Möglichkeit, sich stark zu fühlen, ist ein ganz großer Wunsch bei vielen Leuten, gerade wenn auch oft die objektiven Bedingungen so sind, dass man nicht immer stark ist, darum ist mir das sehr wichtig. Also das Qualitative haben Sie ganz spannend beschrieben, mir ist auch was Quantitatives wichtig. Es gibt den dummen Spruch, die Masse macht's, aber an dem dummen Spruch ist was dran. Wenn Verschwörungsgerüchte riesige Reichweiten erzielen, dann hat das Auswirkungen. Die, die daran glauben, fühlen sich aufgehoben in dieser riesigen Gruppe und radikalisieren sich oft in der riesigen Gruppe. Und darum die Frage, gibt es Belege dafür, dass das stimmt, dass es sie dort bindet, radikalisiert? Und gibt es Belege dafür, dass das vielleicht auch einer der Treibstoffe ist, die so grausame Angriffe wie zum Beispiel die rassistischen Morde in Hanau erklären kann? Ich finde schon, man muss sich klar machen, dass der Verschwörungsglaube eben, wie gesagt, auch Konsequenzen hat. So, das fängt damit an, dass schon die abstrakte Verschwörungsmentalität, und ich spreche wirklich nicht von der hochideologisierten Gruppe, sondern von dieser abstrakten Persönlichkeitseigenschaft, dass die mit einer höheren Gewaltaffinität und einer höheren Gewaltbereitschaft einhergeht. Und dass man sagen kann, dass eben 38% der Deutschen, wenn man sich eine Studie von 2019 anschaut, haben diese Mentalität und davon sind ein Viertel gewaltbereit. Und wenn man sich das eben in ganzen Zahlen anschaut, sprechen wir hier schon von einer ziemlich großen Menge an Menschen. Das heißt natürlich nicht, dass die jetzt alle losziehen, aber eben die Funktion des Verschwörungsglaubens ist ja schon auch ein Radikalisierungsbeschleuniger zu sein. Wir haben die Konstruktion des absolut Bösen. Also wenn jemand wirklich daran glaubt, dass zum Beispiel die Regierung mit Flugzeugen giftige Substanzen versprüht, um die Menschheit zu zerstören, dann hat er das absolut Böse kreiert. Und genau das ist die Funktion. In dem Moment, wo ich das absolut Böse erschaffe, kann ich mich selber als das absolut Gute aufwerten. Das heißt, im nächsten Schritt immunisiert man sich auch einfach gegenüber Kritik, und zwar nicht nur von außerhalb, sondern auch von innerhalb. Ein kritischer Diskurs, eine demokratische Auseinandersetzung ist hier nicht mehr möglich. Also wenn jemand glaubt, dass alle Politiker und Politikerinnen eigentlich nur Marionetten seien von dahinterliegenden Mächten, und das glauben in Deutschland ein Drittel der Bevölkerung, dann ist es egal, was die Politik tut, weil sie bleiben ja in dieser Logik immer Marionetten. Das heißt, wie gesagt, demokratische Diskurse werden verunmöglicht. Und im letzten Schritt kann man eben durch diese Konstruktion auch Gewalt rechtfertigen. Und man sieht es, da gibt es Studien, dass eigentlich alle extremistischen, terroristischen Gruppen Verschwörungserzählungen auch für sich nutzen, für die politische Mobilisierung und Propaganda. Also sei es rechtsextreme Gruppen, rechtspopulistische Parteien, aber auch Gruppen wie zum Beispiel die Hamas, die ja schon in ihrer Gründungscharta die Protokolle der Weisen von Zion verankert hatte, bei denen ja schon seit mehr als 100 Jahren klar ist, dass es sich um eine antisemitische Fälschung handelt. So, das heißt, die wird aus ideologischen Gründen damit reingebracht, um den eigenen Antisemitismus zu rechtfertigen. Und
Ja, das FBI warnt auch schon länger davor, dass Verschwörungserzählungen genutzt werden, um terroristische Anschläge zu legitimieren. Und das haben wir weltweit immer mehr gesehen, dass Personen, in der Regel Männer, losziehen und Menschen umbringen auf Basis von Verschwörungsmythen. Wenn man sich das anschaut, zum Beispiel Andreas Breivik, der eben 77 Menschen umgebracht hat, vor allem junge Menschen, der glaubte ja auch schon an sowas wie einen großen Austausch, dass angeblich die Bevölkerung ausgetauscht wird durch Muslime, Migranten, je nachdem, was für ein Narrativ man hat. Das hat in Halle auch dazu geführt, dass der Täter am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur losgezogen ist, mit dem Ziel, so viele Jüdinnen und Juden wie möglich zu töten. Er glaubte nämlich, es gäbe diesen großen Austausch und der würde angeblich durch Juden orchestriert. So, und wenn man sich die Zahlen jetzt in Deutschland anschaut, ist es so, dass je nach Studie zwischen 28% der Deutschen eben an dieses Narrativ des großen Austauschs glauben. Das ist bis ein Fünftel der Bevölkerung. Und das wird natürlich dann auch nochmal von rechtspopulistischen, rechtsextremen Gruppen und Parteien genutzt, um Stimmung zu machen, weil man weiß, dass man darüber Menschen an sich binden kann. Und wenn man dann nochmal überlegt, der Faktor quantitativ, ne, wie viele Menschen braucht es, ist ja auch nochmal ein ganz spannendes Element, dass gerade bei Gruppen, die sich viel über das Internet vernetzen, dass die ja auch eine Menge aufbauen, die größer scheint, als sie eigentlich ist. Also sowas wie Bots zum Beispiel oder Human Bots, die geschaffen werden, das sieht man gerade bei QAnon, das ist eine US-amerikanische Verschwörungsbewegung, Gruppe, Struktur, die es seit 2017 gibt. Die ist auf einem Imageboard, nennt sich das, entstanden, 4chan. Damals hat Q Posts da gepostet, die so sehr abstrakt, sehr vage sind und immer so ein, wirklich so ein Geraune, so ein Verschwörungsgeraune bringen. Die Anhänger nehmen das dann und basteln sich daraus quasi ihre eigene Verschwörungserzählung. Das macht es auch noch mal gefährlicher, weil man ja noch die eigenen Inhalte, die eigenen Vorurteile, die eigenen Projektionen damit reinbringen kann und es quasi passgenau schneidet. Und man ja auch irgendwie so eine Art Wettbewerb sich befindet, wer jetzt vielleicht irgendwie die weitreichendste Verschwörung aufdeckt oder so. Und in den USA hat das schon auch zu diversen Gewalttaten geführt, aber auch in Deutschland spielt das eine Rolle. Es war nicht so präsent für die meisten, hat aber zum Beispiel auch den Attentäter in Hanau motiviert. Also der hat sich auf QAnon bezogen. Auch bei diesen ganzen Protesten gegen die Corona-Maßnahmen sah man ständig das Q, was eben ein Symbol der Bewegung ist, auf das sich bezogen wurde. Und diese Gruppierung schafft es wirklich, sich größer darzustellen, als sie ist, eben über solche Aktionen, dass dann gezielt zum Beispiel auf Dokumentation oder journalistische Artikel losgegangen wird. Einmal mit echten Profilen, aber auch mit gefakten Profilen oder eben, ne, dass eine Person 20 Profile hat, so scheinen sie mehr, so fühlen sie sich stärker. Und da gibt es einfach auch nochmal eine ganz starke internationale Vernetztheit. Das heißt, es passiert wirklich dann, dass es heißt hier, Germany is calling und auf einmal die ganzen US-amerikanischen Profile auch auf diese Artikel losgehen. Und natürlich das damit auch für Journalisten schwieriger machen, sie eben darüber zu berichten, weil sie wissen, dass sie immer diesen Shitstorms auch ausgesetzt sind. Sehr wichtig für mich. Ich will aber an einem Punkt, sag mal, die Hosen runterlassen. Weil es gibt immer gerne, dass man über sie redet. Die da machen das, denen passiert das. Ich erlebe aber in meinem eigenen Umfeld etwas, was ich ziemlich erschreckend finde. Also ich selber bin in meiner politischen Laufbahn irgendwann dazu gekommen, auch die Frage bei bestimmten Sachen zu stellen, wem nutzt das cui bono? Und dann zu gucken, was sind da für Interessen, warum ist es so schwer, was ungut erscheint, aus der Welt zu kriegen. Und habe dann zu begreifen versucht, warum das Gewicht hat und nicht so leicht wegzukriegen ist. Ich erlebe aber jetzt Freunde von mir, mit denen ich über Jahrzehnte in zivilgesellschaftlichen Gruppen, ökologischen Gruppen, gewerkschaftlichen Gruppen zusammengearbeitet haben, dass die eine ganz erschreckende Wendung machen. Ich selber erlebe das so, die sind mit sehr viel gutem Willen und sehr viel Vernunft gestartet, sind ganz oft gegen reale Klippen von Arroganz der Macht gestoßen und haben irgendwann für sich entschieden, ich will keine Differenzierung mehr, ich will keine Zweifel mehr an meinen Antworten, ich will den ganz groben Keil auf den ganz groben Klotz.
Und manche, die früher gesagt haben, ökonomische Mechanismen muss man verstehen, um was verändern zu können, haben jetzt einen ganz banalen Glauben von einer kleinen Clique an oft auch jüdischen Strippenziehern, die die Puppen tanzen lassen und das ganze Volk an der Nase rumführen. Und ganz wenige von diesen früheren Bekannten sind auch in Querfrontzusammenhänge reingegangen, ohne jegliche Berührungsängste mittlerweile mit Rechtsradikalen, weil sie sagen, Hauptsache, dieses verhasste System wird endlich gestürzt. Der Soziologe Oliver Nachtwey spricht in diesem Zusammenhang von dem Begriff des repressiven Rebellen. Können Sie vielleicht, Sie kennen das vielleicht, was er dafür eine Theorie hat, das ein bisschen erklären und sagen, ob Sie meine Einschätzung, das nun mein Nachfeld, ich kann nicht beurteilen, sind es weniger? Ist das auch ein Massenphänomen, das sich in Milieus, wo man immer dachte, der Selbstzweifel hält die davon ab, absolute Gewissheiten zu übernehmen? Ich sehe den Selbstzweifel nicht mehr. Ich sehe bei vielen Freunden die Neigung zu absoluten Gewissheiten. Ist da was dran oder habe ich selber ein Verschwörungsgerücht im Kopf? Also das ist ja genau tatsächlich eins auch der Gefahren, würde ich sagen, des Verschwörungsglaubens, dass man ihn überall findet. Also es ist schon so, dass man ihn verstärkt bei Menschen findet, die sich als politisch eher rechts einordnen oder rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien wählen. Und das ist ja ein Befund, der ist so stabil tatsächlich für, ich glaube, wir haben uns das in 35 Ländern angeguckt. Also ne, tatsächlich kulturell auch über verschiedenste Länder hinweg. Aber trotzdem ist das einfach ein Phänomen, das wirklich in allen Schichten auftaucht. Also es gab Studien, die haben sich die sogenannte Elite selbst angeschaut, also Menschen mit einem Akademiker mit einem Jahreseinkommen von über 100.000 Euro. Und wenn man da sieht, wie weit antisemitische Verschwörungsmythen da verbreitet sind, sieht man, glaube ich, schon, dass das jetzt nicht nur ein Phänomen ist der anderen, der Ungebildeten, die nicht wissen, wie es besser geht, sondern eben genau einfach ein Phänomen, das genau dieses Potenzial hat. Und ich finde, beim Thema Impfen hat man das vorher auch schon ganz stark, wie gesagt, gesehen, aber auch bei politischen Zusammenhängen. Also eine personalisierte Kapitalismuskritik hängt oder kann schnell auch in so verschwörungsideologische Fahrwasser geraten. Ein stumpfer Anti-Amerikanismus. Ich spreche jetzt nicht von Kritik an Amerika, sondern wirklich Anti-Amerikanismus als Ideologie. Das sind auch so Narrative, die eben in diesen Fahrwasser geraten können. Und wenn Menschen ja unter gewissen Umständen dann immer stärker da reinkommen, dann finden sich halt auch immer mehr die klassischen Feindbilder. Und dann ist es egal, ob sie sich vielleicht politisch eher links einordnen oder einen akademischen Hintergrund haben oder was auch immer oder eben nicht. Genau, also und deswegen habe ich tatsächlich auch angefangen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil es eben dieses Potenzial hat. Also mein klassisches Beispiel ist, man geht in den Bio-Supermarkt, dann liegen da die esoterischen Magazine, die dann eher vielleicht von so linksliberalen Leuten mitgenommen werden in denen dann für den Kopfverlag geworben wird. So, ne? Und da hat man schon so das erste Einfallstor. Oder irgendwelche, Hippie-Festivals, wo eben auch solche Narrative verbreitet werden, über eben vielleicht eine gewollte kritische Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, die auch wichtig und notwendig ist, ist ja auch Teil von einem demokratischen Diskurs, die aber in so eine Personifizierung gerät, in Feindbilder gerät. Und das ist noch kein Verschwörungsdenken, aber man ist so auf dem Weg dahin. Wie kommt es, dass Menschen, die früher das, was man Qualitätsjournalismus nannte, also Medien, wo bekannt ist, die haben gute Belege für das, was sie machen, auf einmal für Fake News Medien halten? Und offensichtliche Propaganda-Kanäle für den Wahrheit letzter Schluss halten, was die verbreiten. Wie kommt das, dass Menschen, die wirklich mal ganz anders orientiert waren, dahin wandern? Ich würde sagen, aus psychologischer Sicht gibt es hier so drei Mechanismen. Das eine ist eben, dass die Verschwörungsmentalität ein generalisiertes Misstrauen ist gegenüber alle, die als mächtig wahrgenommen werden. Und dazu zählen eben auch die Medien. Die Medien, die Journalisten sind dann das Feindbild. So, ne? Das heißt, denen wird nicht mehr getraut und stattdessen sucht man sich Alternativen. Man muss aber dazu sagen, das finde ich immer ganz wichtig, dass das auch so ein bisschen so ein argumentativer Trick ist, den sich diese Szene bedient, nämlich, dass
es wird sich ja schon den normalen Medien bedient. Also ne, wenn man in diese Kanäle guckt, da wird Spiegel zitiert, die Tagesschau, und es wird immer nur Lügenpresse geschrien, wenn die eigene Meinung nicht wiedergespiegelt wird. Und das ist im Rechtspopulismus genau das Gleiche. Finde ich auch immer wichtig für die eigene, also oder beziehungsweise für die Arbeit von Journalisten, dass denen, die sich das auch nochmal klar machen. Dann ist es eben so, neben diesen generalisierten Ablehnungstendenzen, die wir finden, dass, und das haben wir in verschiedenen Studien uns angeschaut, Menschen mit einer starken Verschwörungsmentalität nicht zwischen Laien und Experten differenzieren. Die sind für die gleich glaubwürdig. Also ob jetzt irgendwie der Bäckerei-Fachverkäufer zum Thema Corona was sagt oder ein anerkannter Virologe, macht für die keinen Unterschied in der Bewertung. Und im Dritten ist es eben so, dass dieses Bedürfnis nach Einzigartigkeit auch hier eine Rolle spielt. Das heißt, man glaubt nicht dem Mainstream in Anführungsstrichen, sondern mit Absicht denen, die im Gegensatz dazu stehen, weil man sich darüber aufwerten kann, weil man dann eben eine andere Meinung vertritt, mit der man ja immer auffällt, mit der man ja irgendwie immer eine Reaktion hervorruft. Entweder weil man halt ja endlich die Wahrheit sieht und für die Wahrheit kämpft, ne, und all diese Narrative, oder weil Leute sich darüber aufregen. Das heißt, man polarisiert, und das ist das, was man hier auf jeden Fall sehen kann. Was ich aber auch wichtig finde, ist eben sich klar zu machen, dass das nicht neu ist, dass schon in den 80ern 40% an eine Lügenpresse geglaubt haben. Das sind keine neuen Narrative, die werden wir wahrscheinlich immer auch haben. Was eben jetzt gerade stärker ist, ist, dass es mehr Online-Medien gibt, die gezielt darauf ansprechen und gezielt Falschinformationen verbreiten und eben auch Verschwörungsmythen, und das ja auch oft mittlerweile sehr professionell tun. Also ne, bei manchen Medien kann man gar nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt ein normales Medium, ist das ein Verschwörungsmedium, oder einfach auch sehr mit starken Emotionen arbeiten. Was sie ja auch oft machen, ist, dass sie Suggestivfragen stellen. Und Suggestivfragen haben ja auch psychologisch den Effekt, dass man die Antwort selbst konstruieren muss. Das heißt, es wird direkt glaubwürdiger, weil ich habe mir die Antwort ja selber gegeben, die hat uns jemand anderes mir vorgegeben. Also das sind alles so Mechanismen, die eine Rolle spielen. Der Politikwissenschaftler Samuel Salzborn geht ja noch einen ganzen Schritt weiter. Der sagt, Verschwörungsgerüchte dienen dazu, Pseudobelege für Vorstellungen zu liefern, die im Widerspruch zu allen rationalen Erkenntnissen stehen. Verschwörungsgerüchte würden nicht geglaubt, weil sie kognitiv überzeugend seien. Verschwörungsgerüchte sollten und wollten ein Weltbild festigen, das gerade nicht den Prinzipien der Aufklärung folgt. Ich finde das einen ziemlichen Hammer, das so weit zu treiben. Ja, weil es sagt, das ist ganz jenseits. Da ist mit Rationalität gar nichts mehr zu machen. Aber auf der Gesprächsführungsebene erlebe ich das mit Freunden, wenn die heimisch geworden sind in solchen Schneckenhäusern der Feindzuweisung, dann ist allein der leiseste Widerspruch, den ich äußere gegenüber dem, was Sie mit Ihrem Schneckenfahrzeug da machen, der führt zu einer Gegenwelle der Abwehr und Gewalt, wo ich dann oft nicht weiß, soll ich weiterreden oder nicht. Ist das vergebliche Liebesmühe? Also darum, wie können wir die Aufklärung verteidigen und mit welchen Mitteln? Große Frage. Ich hoffe, Sie können mir wenigstens ein bisschen weiter. Ich muss sagen, also in dieser ganzen Debatte um das Thema geht es ja ganz viel um das Thema Fakten. Ne? Und dann heißt es, die wissen ja nicht, wie es wirklich geht. Und oft nutzt man dann das Verschwörungsglauben auch, um sich selbst vielleicht zu überhöhen, weil man meint, man selber weiß das immer. Aber wir alle unterliegen Verzerrungen, wir alle wissen es oft nicht. Wir alle haben Glaubenssätze, an denen wir festhalten, die einfach falsch sind. So, also ne, das ist ja erstmal was Menschen insgesamt so tun. Ich würde sagen, der Verschwörungsglaube hat eigentlich eine andere Funktion. Es geht gar nicht so sehr um die Fakten, sondern es geht eben darum, vielleicht sich selber zu überhöhen, sich selber besser zu fühlen, über andere zu stellen und nicht darum, ob man Fakten versteht oder nicht. Und ich glaube, wenn es ums Private geht, und ich betone hier ist wirklich nur im Privaten, ist das, glaube ich, ein Ansatzpunkt, mit dem man arbeiten kann. Also, dass man versucht zu verstehen, warum glaubt die Person eigentlich jetzt gerade daran? Warum braucht die einen Sündenbock?
und was macht das mit ihr? Und dass man eher über diese Ebene geht, weil wenn man anfängt, wirklich alles auszudiskutieren, A, funktioniert es nicht. Ne? Ich habe vorhin schon gesagt, Verschwörungserzählungen immunisieren gegenüber Kritik. Das haben Sie gerade auch nochmal bestätigt mit Ihrer Aussage. Und das heißt, man reibt sich, man streitet sich, es geht so weit, dass Familien auseinanderbrechen, dass es Scheidungen gibt, wenn die Person immer stärker in dieses Weltbild sich reinflüchtet. Und auch wenn man sieht, was Beratungsstellen, es gibt nicht viele, aber ein paar raten, ist es eigentlich eher, sich zu überlegen, was ist die Funktion und darüber zu gehen. Man kann versuchen, das Weltbild zu irritieren auf einer abstrakten Ebene, aber wie gesagt, ich würde mich nicht im Klein-Klein verheddern, weil wenn man ehrlich ist, man zu ganz vielen Sachen ja auch gar keine Aussage tätigen kann. Also nehmen wir jetzt mal diese ganzen scheinbaren Expertenberichte zu 9/11. Wer kann die denn wirklich auseinandernehmen und sagen, okay, dann schmilzt Stahl, okay, das kann ich ja bei Wikipedia nachgucken, aber wie war das jetzt mit der Statik und welches Training braucht man eigentlich überhaupt, um Flugzeuge zu fliegen, weiß ich alles nicht. Also ne, wenn ich ehrlich bin, würde ich hier selber oft nicht weiterkommen. Trotzdem hat man ja aber aufgrund von ja einem abstrakten Bewertungen der Geschehnisse kann man schon sagen, das und das ist plausibel oder nicht, ohne jetzt diese einzelnen Berichte zu kennen. Deswegen würde ich auf dieser Ebene auch bleiben, mich da nicht reinziehen lassen. Mein Ansatz ist immer, dass man respektvoll im Umgang ist, aber klar in der Haltung. Und das, finde ich, ist beides auch wichtig. Also, dass man sich eben nicht nur lustig macht über die Person. Das raten andere, kann auch funktionieren. Mein Ansatz ist es nicht, aber das ist ja auch okay. Ich finde, eine plurale Gesellschaft braucht auch unterschiedliche Zugänge. Genau, also deswegen finde ich es aber wichtig, dass insbesondere, wenn gewisse Linien überschritten werden, also wenn die Inhalte antisemitisch werden oder wenn rassistische Stereotype bedient werden, dass man dann sagt, hier geht es nicht weiter, hier ist für mich eine Grenze, das geht nicht. Genau, und das ist das Private. Im Gesellschaftlichen ist mein Eindruck, dass wir überhaupt keine Handlungssicherheit haben, wie wir damit umgehen sollen, weil das ja auch ein sehr komplexes Thema ist. Ne? Zum einen eben genau diese Überschneidung zwischen was ist kritisches Denken und wann fängt eigentlich das Verschwörungsdenken an? Was ist Gesellschaftskritik und was Verschwörungsdenken? Ne? Was ist mit so Fällen wie dem NSU? Wie ordnen wir die hier ein? Welche Rolle soll der Staat einnehmen? Weil zum einen gibt es eine gewisse Gefahr für Menschen über terroristische Anschläge, Gewalttaten. Aber zum anderen möchte man, dass der Staat zum Beispiel bestimmt, was Fake News sind oder was nicht. Ne? Und das eine ist, wenn man das in Deutschland macht, aber man weiß, wie autoritär auch Staaten sein können und dass sie sowas natürlich auch für sich nutzen können und das in der Vergangenheit auch getan haben. Also ich habe das Gefühl, hier sind wir noch ganz, ganz am Anfang einer gesellschaftlichen Debatte des Umgangs und viele, ja, und müssen uns einfach überlegen, wie wir mit diesem Thema umgehen wollen und wie wir es so machen, dass eben ja, gefährliche Inhalte nicht weiter geschürt werden, dass Hass nicht weiter geschürt wird, aber dass man trotzdem irgendwie einen Raum hat für kritisches Denken, der nicht zu stark staatlich reguliert ist. Das ist für mich und fast das Schlusswort, aber ich sage nochmal, was mir daran aufgefallen ist. Sie unterscheiden eigentlich, was ich als die gesellschaftspolitische Aufgabe beschreiben würde, die massenhafte Verbreitung von Hass und Hetze über den drei Bremen Gerüchte, Verschwörungsgerüchte, zu gucken, wo sind Aufgaben, das zu unterbinden. Das hat gar nichts damit zu tun, wie ich mit meinem Freund rede, der sich so geändert hat. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Dazu muss man gucken, welche Mittel taugen und welche Mittel werden selbst zur Gefahr. Und das kann man ganz kritisch angucken. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir das im Blick haben. Mir ist aber auch immer wichtig, weil alle, die uns zugucken, sind letztendlich Individuen, dass ich niemand suggeriere, ich fühle mich sozusagen immer erklären, überlegen. Und dann sage ich, das kommt so ein klein bisschen vom Thema ab, an jedem Freitag, dem 13., ist mir ein bisschen mulmig. Ich weiß, jeder Freitag, der 13., ist kein besseres und schlechteres Datum als jedes andere Datum. Aber dieses Wissen ändert nichts daran, dass mir etwas mulmig ist. Ich bin also abergläubisch. Ich bin nicht gefeit davor, magisches Denkmal zu entwickeln, aber ich weiß, es ist magisches Denken und nicht die Welterklärung. Haben Sie auch irgendwelche Ecken, wo ein Aberglaube lauert? Aberglauben nicht so, aber ich oute mich jetzt. Für die Recherche für das Buch bin ich irgendwann auf eine Geschichte gestoßen, die ich als Kind mal gehört habe und die einfach unhinterfragt in meinem Kopf geblieben ist. Also ne, ich habe mich damit einfach nicht mehr auseinandergesetzt als Wahrheit. Und zwar, dass man im Leben 8 Spinnen ist. So. Und ich
habe das als Kind so gehört, habe das für wahr befunden und dann habe ich es dann recherchiert und dann habe ich plötzlich durch Zufall gesehen, dass das eine Journalistin irgendwann mal verbreitet hatte, ganz frühzeit des Internets, um zu zeigen, wie schnell sich Quatsch verbreitet. So, den Teil habe ich halt nicht mitbekommen. Und es macht auch natürlich überhaupt keinen Sinn. Also ne, wie stellt man das fest? Wie sollen die Studien auch sehen? Warum sind es 8 und so weiter? Aber wenn man Dinge halt einfach so hinnimmt, und ich glaube, das macht man ganz oft, und nicht erstmal überlegt, was ist denn da eigentlich dran passiert ist. Genau, jetzt weiß ich, man ist Zynist, finde ich ganz gut. Ich sage vielen Dank von meiner Seite aus. Ich fand es sehr spannend, sehr lehrreich. Vielen Dank. Für die Einladung.